Es geht um Bildung und es geht um Andersmachen. Es geht nicht um die B&B und Verurteilung von alten Dingen, sondern möglicherweise, wie man es anders machen kann oder wie man es neu machen kann oder komplett neu daneben hinstellen. Und die Montagsinfo steht repräsentativ für diesen anderen Weg. Das kann auch ein alter Weg sein, wenn der alte besser war, sollte man den neuen einfach liegen lassen. Und was kann man besser machen, als es anders machen? Und Menschen, die etwas anders machen oder andere Wege gehen, heißen meistens Andrea oder Andreas. Und darum haben wir schon Andreas da. Und ich freue mich sehr, heute zu begrüßen, als ersten Sprecher, Andreas Haunold. So, verstehen wir alle? Einen herzlichen guten Abend, schönes Grüß Gott. Ich darf mich bedanken bei der Isabella für die Einladung heute und ich darf den Verein Wir gemeinsam vorstellen. Wir gemeinsam ist ein Nachbarschaftshilfeverein und damit Regionalwirtschaft verbunden. Ich möchte zuerst aber einen kleinen Exkurs machen zu der Postwachstumsökonomie von Nico Pech, weil das ganz gut, dieses Wir gemeinsam in diese Struktur von dieser Postwachstumsökonomie passt. Nico Pech ist ein Ökonom an der Universität in Oldenburg und er hat diese Postwachstumsökonomie begründet und er erzählt uns ein paar Sachen und er sagt Befreiung vom Überfluss. Er ist ein Wachstumskritiker. Er sagt, wir können nicht weiter wachsen, das wissen wir alle mittlerweile selber. Dieses Wirtschaftswachstum, den wir jetzt haben, ist quasi unser kultureller Krebs, so möchte ich das sagen. Und er machte das an einem Bild fest, diesen Wachstumswahnsinn an der CO2-Problematik. Diese Klimaerwärmung, ich weiß schon, jetzt gibt es manche, die sagen, Klimaerwärmung ist nicht, mag sein, ich glaube schon, dass sie ist, und wir sehen es alle Tag. Aber eins bin ich mir sicher, das, was wir täglich in die Luft blasen, das tut uns nicht gut, beziehungsweise die Ressourcen, die wir verbrauchen, ist schlicht und ergreifend ein Wahnsinn. Und die WBGU, das ist interessant, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltfragen, sowas gibt es, das gibt es in Deutschland. Dieser WBGU sagt, um dieses 2 Grad Klimaschutzziel zu erreichen, dürfen wir noch 750 Milliarden Tonnen CO2 bis 2050 in die Luft blasen. Ja, das ist ja nicht so schlecht. Wenn man das jetzt so ausdividiert, pro Kopf und Nase, dann bleibt für jeden ein jährliches Budget von 2,7 Tonnen CO2 übrig. Was verbraucht der gelernte Österreicher, glaubt CO2, das ist wohl schätzt, 2,7 Tonnen darf man verbrauchen. Ja, wie viel? 10? Ja, knapp 11 Tonnen. Ne? Also wir verbrauchen 11 Tonnen CO2 und 2,7 dürfen wir nach dem Budget verbrauchen. Und da sehen wir schon, mit Wachstum geht es nicht und es geht auch schon gar nicht mit, oder auch nicht mit grünem Wachstum. Nico Pech sagt eben, grünes Wachstum sei eine Verschlimmbesserung, so nennt er das. Gut, irgendwann schauen wir dann so aus. Dieses Bild wird kommen, entweder bei Design oder bei Disaster. Ich wäre lieber dabei, wenn wir es bei Design machen. Und das Nico Pech baut es im Wesentlichen seine Postwachstumsökonomie, die nur kurz streifen kann, auf 2 Säulen auf. Eine Säule ist die Suffizienz, Genügsamkeit. In unserem Kontext heißt es, eine radikale Zurücknahme unserer materiellen Ansprüche. Punkt. Ja. Es gibt da zum Thema Suffizienz, warum das kein Verzicht ist, sondern im Gegenteil auch ein Gewinn ist oder für uns alle ein Gewinn ist, wenn man unsere materiellen Ansprüche sieht, kann man da an dieser Grafik sehen. Es gibt da eine Zeitskala und eine Nutzenskala und es ist so, dass immer mehr vom Gleichen nicht gut ist. Und immer mehr Konsum tut uns nicht gut. Ich kenne das von mir, wenn ich ins Restaurant gehe, dann ist ja als Nachspeise immer gerne Palatschinken mit Marillenmarmelade. Ja? Und wenn ich da eine esse,
ist gut, das kann ich super genießen. Wenn jetzt wahr ist, kann ich es auch noch genießen. Bei der dritten komme ich schon der Kurventum ein wenig auf und bei der vierten oder fünften wird er schlecht. Und so geht es uns mit dem Konsum auch und diese Grafik sagt nichts anderes. Und ich habe hier unten eine fixe Konsumzeit. Das ist das, wenn ich beim Kölner bestelle, praktisch, bis das kommt. Alle Konsumhandlungen verbrauchen Zeit und wir stopfen unsere freie Zeit, die eben beschränkt ist, mit Konsumhandlungen zu und wundern uns dann, warum wir am Radl dran. Ja. Gut, die zweite Säule, die Nico Pech postuliert in seiner Postwachstumsökonomie, ist Subsistenz. Subsistenz, Selbstversorgung. Und er meint damit nicht zurück ins Mittelalter, sondern er meint damit eine moderne Art der Selbstversorgung. Wir werden auch weiterhin natürlich industrielle, globale Produktion benötigen, aber wir können das deutlich zurückfahren. Und er zeichnet da einen Prosumenten, so nennt er das. Also wir sind alle Konsumenten, aber wir sollten auch produzieren. Und diese Eigenleistung, eben, wir bringen drei Sachen ein, wir können drei Sachen einbringen. Das ist zum einen in diese Subsistenz eben eigene Zeit, handwerkliche oder fachliche Kompetenz und soziales Kapital. Und als Output kommt dann eben raus eigene Produktion, die Nahrungsmittel aus dem eigenen Garten, die Holzmarke Eigenbau, Gemeinschaftsnutzung, wenn wir zum Beispiel nicht jeder Haushalt eine Schlagbohrmaschine haben, sondern nur jeder zweite, dann brauchen wir halb so viel produzieren. Und das dritte, Nutzungsdauerverlängerung, wenn ich über meine handwerkliche Kompetenz etwas reparieren kann und es doppelt so lang nutzen kann, verbunden mit dem sozialen Kapital, indem ich mit Nachbarn wieder rede, kann ich Dinge länger nutzen und wenn ich was doppelt so lang nutze, spare ich mal die Hälfte von der Produktion. Und diese Zeit, die wir da investieren, die wird eben frei, wenn wir unsere materiellen Ansprüche zurücknehmen und wenn wir diese Eigenversorgung betreiben, dann werden die Erwerbsarbeitsplätze, die klassischen, natürlich weniger. Aber das hieße dann zum Beispiel 20 Stunden arbeiten, nur Hausnummer zum Sagen, und 20 Stunden für das zu verwenden. Da gibt es nur so eine Übersicht, wie sich das mit dem Geld verhält, was mit Geld zu tun hat. Gibt es auch sehr viele Sachen zum Sagen dazu. Ganz links die lokale Selbstversorgung, die eben ohne Geld auskommt. In der Mitte die regionalen Währungen und ganz rechts dieser Konsum auf der globalisierten Industrie, wo sehr viel Geld braucht. Und wir gemeinsam eben, und jetzt kommt dann der Übergang, wir gemeinsam bewegt sich genau in den ersten zwei Feldern, wo wir in der Nachbarschaftshilfe kein Geld brauchen oder eben ein Zeitgeld haben und in der Mitte regional Geld haben oder anbieten können. Bevor ich zu wir gemeinsam komme, habe ich noch ein paar Impressionen, ein paar Bilder habe ich zusammengestellt, weil es immer heißt, wir können nichts tun. Ich möchte zeigen, dass wir schon was tun können, dass wir sehr viel tun können. Und weil der Nico Pech auch das Schild letztlich jedem selber umhängt und sagt, jeder hat 2,7 Tonnen CO2 zur Verfügung, jeder ist selbst verantwortlich, bringe da ein paar Bilder und kommt dann zu wir gemeinsam. Das lassen wir da durchlaufen. Das lasse ich jetzt so meditativ, da sage ich nichts dazu. So, und nach diesen paar meditativen Bildern komme ich zu wir gemeinsam und darf wir gemeinsam eben vorstellen. Wir gemeinsam ist eben aktiv in der Nachbarschaftshilfe, in der organisierten Nachbarschaftshilfe und in der Regionalwirtschaft. Das sind die drei Säulen von wir gemeinsam. Die dritte Säule ist die Zeitvorsorge, die gibt es zurzeit noch nicht. Da gibt es rechtliche Geschichten bzw. wird das erst aufgebaut. Ich möchte jetzt in erster Linie die Nachbarschaftshilfe vorstellen und die Regionalwirtschaft.
so, also wir gemeinsam ist ein soziales Netzwerk, ist per Definition eigentlich eine Zeitbank und kein Tauschkreis, wobei es im Prinzip oder von der Logik eigentlich das gleiche ist. Wir gemeinsam kann man erklären als Bank, wir sind der Bank, also wir sind jetzt so die Bösen, ne? Und wir haben ein Geld und dieses Geld sind Zeitscheine, die sieht man da herunten mit 30 Minuten, 60 Minuten oder was auch immer. Und mit diesem Geld tauschen wir unsere Dienstleistungen, aber nicht nur Dienstleistungen aus, sondern auch Güter aus. Ja? Das heißt, wenn in der Nachbarschaftshilfe jemand bügelt, eine Stunde bügelt und der andere Kinder aufpasst, dann kriegt der die Leistung erbringt, den Zeitschein, eben die Zeit, die er aufgewendet hat dafür, das ist unsere Bezahlung. Und der andere, der die Leistung in Anspruch nimmt, zahlt das eben. Das ist wie eine Bank, wie ein Geld. Man kann sich das ganz so vorstellen wie eine Bank. Ja? Und das Schöne ist, jeder tut das, was er gerne macht, was er gut kann, wo er seine Kompetenzen hat, für Angebot und Nachfrage. Ich muss nicht was tun, was ich nicht will. Ja? Jede Hilfe ist freiwillig. Man kann Zeitgutscheine verschenken, auch gerade zu Weihnachten. Zum Beispiel eine Massage oder was auch immer heute angeboten wird. Das Angebot ist sehr vielfältig. Und der Austausch funktioniert in sogenannten Regionalgruppen. Regionalgruppen, also habe ich zuerst vergessen, wir gemeinsam ist 2008 von Tobias Plettenbacher und anderen gegründet worden. Tobias Plettenbacher ist Autor, Buchautor und hat das Buch geschrieben Neues Geld, Neue Welt. Dieser Verein hat zurzeit 1800 Mitglieder und ist organisiert in 25 Regionalgruppen. Und es gibt da in Salzburg 3 Regionalgruppen von wir gemeinsam. Und das schaut so aus, wir kommen einmal im Monat zusammen, tauschen die aktuellen Angebote und Nachfragen aus und oft findet sich das dann gleich, fragt eben jemand, wenn er akut Hilfe braucht, im Garten oder was auch immer oder beim Übersiedeln, dann findet sich da jemand und das passiert bei diesen monatlichen Regionaltreffen. Da passiert der meiste Austausch. Es gibt auch eine Plattform im Internet, wo man Inserate einstellen kann, wo man suchen kann, wo man seine Angebote einstellen kann, wo man Nachfragen einstellen kann. Und man hat auch im Internet ein Zeitkonto, das man verwalten kann. Bei diesen monatlichen Treffen kann man, wenn man jetzt sehr eifrig tauscht und sehr viele Zeitscheine hat, die auf sein Konto einzahlen, und beim nächsten Treffen, wenn man es wieder braucht, kann man es wieder abheben. Wie gesagt, funktioniert wie eine Bank, nur ohne Zinsen. Und diese Währung, Zeit, die ist immer gleich viel wert, die hat auch keinen Wertverlust. Weil eine Stunde immer eine Stunde ist. Und das wird es wahrscheinlich in 100 Jahren noch so sein. Und in der Nachbarschaftshilfe ist eben jede Stunde gleich viel wert. Egal, ob wer putzt oder egal, ob wer Rechtsberatung macht, ist immer eine Stunde, ist eine Stunde. Eine Stunde Lebenszeit. Ja, das sind so Angebote, beispielhaft, was man alles realisieren kann. Ich möchte es jetzt so nicht vorlesen, aber ich möchte sagen, ich habe selber schon verschiedene Dinge in Anspruch genommen. Meine Tochter hat Mathematik-Nachhilfe in Anspruch genommen. Ich habe eine wunderschöne Kräuterschnecke gebaut mit einem Kollegen. Und es gibt wunderschöne, tolle Tauscherfahrungen, die teilweise über 3 Ecken gingen, wo ein Kommod irgendwo angeholt worden ist, weil einer die Transportmöglichkeit hat. Der nächste hat es hergerichtet und der nächste hat es geschliffen. Also, das sind ganz tolle Sachen passiert. Und das Schöne ist dann, oft einmal funktioniert das dann schon ohne Geld, wenn man sich dann näher kennt, dann braucht man auch das Zeitgeld nicht. Man sagt, man passt schon, man weiß, man kriegt das zurück. Ne? Und diese Dinge sind zum Realisieren unter anderem, aber auch Güter. Wir haben jetzt gerade am 12. Dezember vorige Woche unseren Tauschabend gehabt und da waren wir sehr reichhaltig gedeckt mit Kekse und mit Marmeladen, mit selbstgemachten. Auch das wird auf Zeitbasis ausgetauscht.
ja, so schaut unser Geld aus. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, das Mitglied ist versichert, wenn im Rahmen dieser Nachbarschaftshilfe ist ihm mit diesem Mitgliedsbeitrag, der 25 Euro im Jahr beträgt, hat man eine Versicherung, ist Haftpflicht, Unfall und Rechtsschutz versichert im Rahmen dieser Nachbarschaftshilfe. Es hat auch eine soziale Komponente. Wir haben auch einen Mitgliedsbeitrag in Zeit, also man zahlt jetzt 3 Stunden Mitgliedsbeitrag in Zeit im Jahr ein. Ja, und von diesem Mitgliedsbeitrag in Zeit geht ein Teil auf ein Gemeinschaftskonto. Und mit so einem Gemeinschaftskonto kann man dann soziale Geschichten machen. Wir haben jetzt ganz aktuell in Thalgau den betreuten Wohnen 20 Stunden Zeit geschenkt und die nehmen das in Anspruch für Fahrtdienste zum Doktor oder ins Café aus oder was auch immer. Das ist sehr gut angekommen, weil ja nicht jedes Mitglied der Gesellschaft sich aktiv mehr einbringen kann, aber auch für diese Mitglieder in der Gesellschaft gibt es die Möglichkeit, dass sie Leistungen in Anspruch nehmen müssen. Und der Leistung in Anspruch nimmt, muss nicht einmal Mitglied sein, aber der die Leistung gibt, muss Mitglied sein, damit er versichert ist eben. Gut, dann möchte ich noch ergänzen um die Regionalwirtschaft. Seit ungefähr einem Jahr gibt es auch die Komponente, die zweite Säule Regionalwirtschaft. Wie schaut das aus? Das schaut genau so aus, dass man dann mit so einem Zeitschein zum Bäcker gehen kann oder zum Friseur gehen kann und sich dort seine Semmel kaufen kann oder seine Haare schneiden lassen kann. Mit dem gleichen Zeitschein, mit dem man in der Nachbarschaftshilfe gebügelt hat oder mit dem man vielleicht in der Alpenbetreuung unterwegs war. Wie das funktioniert? Das funktioniert ganz einfach. Dieser Zeitschein mit einer Stunde, wenn der in das Wirtschaftsnetz transferiert wird, dann bekommt er einen Wert. Ja? So eine Stunde ist dann keine Stunde mehr, sondern wird umgerechnet und ist 10 Euro. Für die Buchhalter, es ist einfach ganz einfach, wie eine Fremdwährung zu behandeln. Das ist wie nichts anderes wie ein Dollar buchhalterisch gesehen oder wie ein japanischer Yen. Das kann man in die Buchhaltung nehmen und das Ding hat einfach einen Wert von 10 Euro. Das Tolle ist, dass diese 10 Euro nicht verfallen. Wenn der Euro eine Inflation hat, dann wird dieser Wertindex von der Stunde angepasst mit einem Warenpreisindex und dann ist halt die Stunde 12 Euro wert. Also auch der Unternehmer hat eine Sicherheit, dass diese Stunde immer mehr wert ist, immer gleich viel wert ist, so bleibt immer gleich viel wert und verfällt nicht im Wert, kennt keine Inflation und ist eine schöne Sache. Ja. Wir haben eben den Spruch umgekehrt von der Wirtschaftskammer, geht es den Menschen gut, geht es auch der Wirtschaft gut. Wir Gemeinschaft, wir gemeinsam will es die Sicherung der Grundversorgung, möchte eigenständige, autarke Regionen haben und hat über diese Regionalgruppen hinaus auch noch sogenannte Arbeitskreise, die sich mit Grundversorgung Lebensmittel befassen. Wir haben in den verschiedenen Regionalgruppen Gemeinschaftsgärten bzw. Gemeinschaftsacker, die sind ganz verschieden organisiert, oder das, ich kann das nicht sagen, das CSE, Community Supported Agriculture, wurscht, wie immer. Und es soll dann in Zukunft, es gibt so nicht Bürgerbeteiligungsmodelle geben für diese Grundversorgungsgeschichten und auch das Gleiche im Bereich Energie. Ist es angedacht, Bürgerbeteiligungsmodelle ins Leben zu rufen. So schaut dann ein Kreislauf aus oder könnte ein Kreislauf ausschauen. Es können auch die Gemeinden mit eingebunden werden. In St. Georgen an der Gusen ist bereits eine Gemeinde, die da mit tut. Und es ist auch für die Gemeinden interessant, weil die ihre Förderungen an die Vereine in Zeit ausgeben können und diese Vereine können diese Zeitschiene dann nur lokal nutzen bei diesen regionalen Nahversorgern und oder über diese Bürgerbeteiligungsgesellschaften können so Zeitschiene ausgeschüttet werden und die Bürger können ihre Abgaben oder Steuern, die Lohnsummensteuer, dann an die Gemeinde in diesen Zeitscheinen bezahlen und so haben wir einen geschlossenen Kreislauf
Und so können wir dieses Geld, was wir bisher haben, ein bisschen zurückdrängen und ersetzen durch ein neues, anderes Geld, das, meine, glaube ich, nur besser funktioniert. Ja, und damit bin ich mehr oder weniger schon durch. Das sind die drei Gruppen, die es in Salzburg im Bundesland jetzt zurzeit gibt. Flachbau Mitte, da bin ich wieder bei, in Neuendorf, Siekirchen und Dalgau. Wir treffen uns jedes Monat, immer am 12., ganz einfach zu merken. Das nächste Mal am 12. Jänner in Eugendorf im Pfarrzentrum. Es gibt auch eine Gruppe in Flachbau Nord, das ist da Oberndorf, Lamprechtshausen, Andring da draußen. Das ist auch eine Gruppe, die treffen sich immer am 11. in Lamprechtshausen. Und dann gibt es in Denningau eine Gruppe, das ist das im Pfarrzentrum Rief, die treffen sich jeden 18. Und dann bin ich mit meiner Weisheit am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ganz lieben Dank, Andreas Haumold. Liebe Leute, es gibt an diesem Abend wie immer ganz viel zum Merken, zum Mitschreiben und so weiter. Notiert euch bitte einfach mit, wenn euch das interessiert. Und wenn irgendetwas bei euch sagt, oh, das verstehe ich aber jetzt nicht, dann sprich mit uns, schreibt das auf. Und wir haben diese grünen Kärtchen auf dem Tisch ausliegen, so grüne, namenlose Kärtchen mit Linien drauf. Wenn zwischendrin irgendwo eine Frage auftritt, dann einfach hergehen, Frage notieren, sodass wir am Ende dann diese Fragekärtchen einsammeln und eine Frage-Antwort-Geschichte daraus machen können und von den Experten auch die Fragen beantwortet werden können.